dass man eine Botschaft empfängt, aber nachher bei dem Raucher draufkommt, ui, eigentlich habe ich mir das so erwartet und das war gar nicht, das ist doch der Super-GAU, oder? Wir haben uns eben jetzt in dieser Studie darauf fokussiert, dass wir sagen, okay, was versteht, was kommt beim Konsumenten an? Also jetzt nicht tatsächlich ist die Verpackung nachhaltig, sondern was glaubt der Konsument drüber? Ist natürlich eine wichtige Frage, vor allem als Hersteller oder als Verpackungsgestalter, zu wissen, okay, was ist jetzt tatsächlich nachhaltig? Aber dies, trotzdem zu wissen, okay, was kommt beim Konsumenten überhaupt an, ist natürlich wichtig, weil auch wenn Sie jetzt eine nachhaltige Verpackung machen und beim Konsumenten kommt aber an, okay, das merke ich gar nicht, dass das nachhaltig ist, ist natürlich auch schlecht. Das heißt, es sollte natürlich beides vorhanden sein. Es sollte beim Konsumenten ankommen und es sollte natürlich auch tatsächlich nachhaltig sein.